Die Energiekrise ist weiter stark. Minus 18. Ich habe überlegt, ich lösche den Sektor mal. Mal gucken, wie viel das bringt. Damit ist das nämlich weg. Lass mal langsam weiterlaufen. Viel bringt das nicht. Doch 17. Ein bisschen. Oh. Die haben sich ausgebreitet. So ein Mist. Dadurch haben wir den Planeten verloren. Was heißt das? Kriegt der jetzt meine Mineralien, obwohl ich es erstellt habe? Das ist seltsam. Oder war das, weil ich den rausgenommen habe? Kann ich mir nicht vorstellen. Hier das nochmal zu. Okay, neue Speicherkapazitäten und wir können neue Forschung. Energiecredits, das ist eigentlich sehr wichtig, kostet aber einen Haufen. 5% mehr. Oder aber hier Kolonie, aber ich kann eh nichts kolonisieren. Das wäre wichtiger erstmal. So, wo ist unsere Flotte? Da ist unsere Flotte. Krieg gegen Galente würde böse enden, glaube ich. Vor allem, weil wir uns nur die Hälfte unserer Flottenkapazität ausgenutzt haben. Wo ist unser Forschungsschiff? Da oben. Warum kann ich dem nicht sagen? Fliegt zu Jabba Prime und unterstützt die Forschung. Mal gucken, ob das jetzt klappt. Konstruktionsschiff ist da. Da wir immer mehr Raum verlieren, kann ich auch nichts Neues bauen. Haben jetzt auch noch mehr verloren. Ich gucke jetzt mal rein bei dem Planeten, die Oberfläche. Was könnte ich noch ändern? Hier kriege ich nochmal ein Upgrade hin. Das bringt uns Energie. Wenn ich hier nochmal Energie hinbaue, kriege ich dann nochmal Bonus. Wann fehlen uns hier 5? Ist aber, glaube ich, sinnvoll. Irgendwie müssen wir das Energieproblem ja in den Griff kriegen. Forschung läuft weiter. Ich könnte den Sektor mittlerweile eigentlich auch auflösen. Wie viel würde mich das denn kosten? 150, gut. Schon bin ich da auch wieder im Spiel. Da wird reichlich Energie produziert. Kolonieschiffe kann ich bauen, will ich aber gerade nicht. Schlachtschiffwerf könnte ich hier hinbauen. Was könnte ich denn machen? Energiecredits, bodenständige Verwaltung. Hab ich aber 100. Wie viel produzieren die? Die produzieren hier 7, ne? 43. Sieht das bei den anderen aus? Auf der Erde 25. 43, 17. Minus 8. Warum produziert er minus 8, weil er nicht weil er nur einen hat? Schwierig. Gut, da müssen wir es da ausgleichen bei Trappist. Hier haben wir eh schon so viele. Bedeutet, dass wir hier mal den Erlass bodenständige Verwaltung einfügen. Das boostet nochmal. Dann sind wir schon wieder fast im Plus. Nahrung fehlt uns jetzt noch ein bisschen. Wieso habe ich eigentlich so viele Forschungsschiffe? Konstruktionsschiffe, noch ein neues. Ach, die haben sich nur eins gebaut gehabt. Umwelttechniker. Megastrukturen können wir noch nicht bauen.
Ja, was soll ich denn mit dem Konstruktionsschiff? Was kann das für mich machen? Aber die angedockte Flotte hat wenig Unterhalt. Unsere Flotte. Construction complete. Da bin ich ja mal gespannt, wenn das klappt. Ich brauche keine zwei Konstruktionsschiffe. Das ist Quatsch. Ja. Das hätte ich eher wissen müssen. Ah, das ist gut. Die angedockte Flotte hat also... Lösen wir mal auf. Das fliegt zu Trap. Kann ich da schon was ausbauen? Nein. Dann fliegt das hier hin. Genau. Das spart auch Energie. Das ist genau wo? Da hinten ist es angekommen. Gut, dann kannst du das System erkunden. Und dann lasse ich mal weiterspulen. Jetzt habe ich wieder kein Energieproblem mehr, aber ein Nahrungsproblem. Was noch behoben werden muss. Auf der Erde. Wie sieht das hier aus? Construction complete. Was bedeutet der gelbe Balken? Ruhe? Research complete. Ah, das regenerative Wurmgewebe ist fertig. Sehr gut. Bewohnbarkeit. Beseitigung. Durch Anpassung der atmosphärischen Filterung an die örtlichen Gegebenheiten können unerwünschte Luftbestandteile herausgefiltert werden und die Lebensbedingungen der Kolonisten auf diese Weise verbessert werden. Klingt gut, aber ich bin für die Beseitigung von Dschungel- oder Tierwelt. Guck ich mal kurz. Ja, mach ich gleich. Da haben wir zwei Tierwelt, drei Tierwelt, zwei Dschungel, vier Dschungel. Okay. Forschung. Erst Dschungel, dann Tierwelt. Der Ressourcenspeicher ist voll. Ja. Ich weiß auch nicht, was ich mit den Ressourcen machen soll. Ich habe jetzt wieder genug, um meine Flotte auszubauen. Ich könnte versuchen, Krieg gegen Alpha Centauri zu starten. Ich gucke mir nochmal die Kontakte an. Der Quaduk sind wir ebenbürtig. Wer ist denn erst im gerechten Bündnis? United Celtic? Asgard sind halt drin. Die sind überwältigend. Hier erkenne ich auch keine Grenzen. Ah, doch, hier. Also, so stark sind die also nicht. Es könnte halt sein, wenn ich die jetzt angreife, dass der Rest dann meint, mich auch angreifen zu müssen. Galente haben stark ausgebaut. Sollte ich vielleicht auch mal tun. Wo gibt's denn hier viel Energie? 5, das wird nicht ausreichen. Wenn ich das hier hole, oder eine Station reinbaue, oder hier. Da mitten rein. Wie viel kostet die nochmal? Wieso kostet der nur 3 und 1 Einfluss? Ist ja wenig. Dann probieren wir das nochmal aus. Was soll schon schief gehen? Ressourcenspeicher ist wieder voll. Ich kann versuchen zu handeln. Mit den Asgard zum Beispiel. Handelsabkommen anbieten. Wir bieten euch Mineralien. Sofortiger Transfer.
Unverlangender Vernahrung, sofortiger Transfer. Ich brauche ja eigentlich 200. So, jetzt können wir hier runter gehen. Versuchen wir es mal. Gib mir das mal an, mal gucken, was sie dazu sagen. Zack. Nahrungskrise erstmal überwunden. Gut, das System ist erkundet. Da ist nichts Wunderbares. Würde ich sagen, oh, da kann ich gar nicht hinfliegen. Erkunde nochmal das System. Research complete. Oh. Ein Wissenschaftler ist gestorben an Bord des Forschungsschiffs. Bedeutet, ich muss einen neuen rekrutieren. Die Quantenraketen sind fertig. Schwarmraketen könnte ich jetzt erforschen. Roboterarmee. Gegossene Kristallplatten. Noch mehr Panzerung. Scheint ein seltenes Ding zu sein. Schwarmraketen. 4,6 durchschnittlicher Schaden. Plus 5% Hülle. Die gegossenen Platten, das klingt cool. Nehmen wir mal. Moment, wo ist der jetzt? Wem sollst du das erkunden? Achso, der ist ja gestorben. Braucht die anscheinend neue Anweisung. Schon wieder wäre gestorben. Okay. Den braucht er denn zum Aufbauen? Dauert ja ewig. Ressourcenspeicher ist schon wieder voll. Zwei Aufstiege, okay. Ich sollte vielleicht nochmal handeln mit irgendwas. Vielleicht versuchen, irgendwen auf meine Seite zu ziehen. Den Starkes. Bruderschaft ist jetzt nicht so stark und hat auch nicht so. Die sind auch im gerechten Bündnis. Die aber nicht. Suche ich Zahn auch nochmal. Die sind im Krieg mit den Asgard. Bieten wir denen doch nochmal ein paar Mineralien an. Braucht ihr ja zurzeit eh nicht. Ich möchte dafür ein Forschungsabkommen. Ihr kriegt gleichzeitig aber noch strategische Ressourcen. Why? Okay, Forschungsabkommen ist ja nicht interessiert. Ich hätte gerne dafür noch Nahrung, einen monatlichen Transfer von... Okay, 100 sieht da nicht ein. Mal gucken, was die dazu sagen. System Survey complete. Gut, dann haben wir jetzt erstmal durch das Ganze. Research complete.
Die Beseitigung ist erforscht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Können wir den Zoo überkommen vor Lebensdauer erhöhen. Zufriedenheit. Ich brauch's halt einfach nicht, ne? Die galaktische Verwaltung nehmen wir mal. Mal gucken, was das wird. Science Ship war fertig. Ich glaube, das hier unten, genau. Warum kann ich da eigentlich nicht hinspringen? Ist doch damit verbunden. Weiß das wer? Verstehe ich nicht. Oh, da gibt es eine Verbindung, aber ich komme da nicht hin. Unbekannt. Ist auch rot. Seltsam. Construction complete. So, die Konstruktion ist fertig. Hätte ich das schon viel eher machen sollen. Oh, ich Depp. Dann baut er gleich noch eins. Als allererstes macht er jetzt natürlich hier. Baut er hier aus. Dann kann ich wieder ein neues Konstruktionsschiff bauen. Oh Mann. Ja, komm, dann bauen wir nochmal ein Konstruktionsschiff. Und ein. Wir müssen erstmal unsere Schiffe aufrüsten, sowas, ja? Schiffsdesign! Schlachtschiff 2! Automatische Verbesserung habe ich zwar an. Ah, die haben schon die Quantenraketen. Und die großen Fusionsreaktoren, da kann ich jetzt aber was ändern. Weil ich brauche da gar nicht so viel von. Mach mal das rein. Soll ich hier nochmal auf Panzerung gehen oder eher nochmal Deflektoren? Das war ja zu viel. Na gut. Dann machen wir es halt so. Guck noch mal rein. Welcher Punktverteidigung ist drin? Massebeschleuniger. Wir haben da Medium, All, Large. Aber ein. Die machen schon ordentlich Schaden jetzt. Wurde denn meine Flotte schon damit? Ah, die wurden schon ausgestattet damit. Sehr gut. Construction complete. Konstruktionsschiff, das schicke ich jetzt natürlich auch los. Ah, die Galente sind hier auch schon fleißig. Aber dann werde ich nämlich hier einen hinbauen. Damit die beiden verbunden sind, kann ich hier im Norden die ganzen Sachen erschließen. Es gibt einen kleinen Hoffnungsschimmer. Wir können unser Reich dadurch doch vergrößern. Hätte ich das bloß eher gewusst. Hätte vielleicht doch erstmal auf normal durchspielen sollen und nicht gleich schwer. Construction complete. System survey complete. Bruderschaft lässt uns nicht rein. Aber das System kann ich noch erkunden.
im Raumbereich der Galente. Also wenn ich jetzt hier einen hinsetze, mach ich gleich mal. Da noch einen Außenposten hinsetze, kriege ich dann den Raum der Galente zugesprochen? System Survey complete. Erkunden einfach automatisch den Waldraum. Ich könnte mir natürlich für den Krieg gegen die Galente. Oh, wir brauchen neun Lieder. Moment. Präsident ist gestorben. Öffentliche Wahl. Wen wollen wir denn da? Sauer will ich eigentlich nicht. Die Democratic Reform. Da will ich wen unterstützen. Ingenieurs. Die hat nur 8%. Ich kann nicht wirklich unterstützen. Auch nicht stark. 8, 8, 8, 8, 12, 12. Lydia Hansen wäre vielleicht am... Orbitalforscher kriege ich nicht hin. Xeno Wright. Ich sollte unbedingt eine von Democratic nehmen. Das macht am meisten Sinn. So, da haben wir aber alle 8. Ich kann also hier zum Beispiel die auf jeden Fall Weltraum Bergmann möchte ich nehmen. Ich möchte nicht von unseren Forschungsschiffen die Leute abziehen. Also entweder ihn hier. Die möchte ich zur Präsidentin machen. 16. 22. Ich hoffe, das klappt so. Das war natürlich viel ausgegeben. Bin ich gespannt, ob das reicht, ob wir es dadurch schaffen.